Shit, jetzt müssen wir mal gucken. Das bewegt mich so. Das bewegt mich dann also so. Dann ist das hier meine Richtung, die ich will. So. Zack. So passt es dann auch zum Ziel. Sehr schön. Okay. Bremsen. Jawohl. Dann 90 Grad Drehung da lang und Schwung darüber. Jupp, das sieht gut aus. Du startest einfach auf die orbitale Höhe. Also du guckst einfach, dass du das timest, dass du über dem Kerbin Space Center ungefähr. Du hast ja einen Abstrahlwinkel bis zum gewissen Punkt. Dein. So, warte mal, warte mal, warte mal, jetzt wird's hektisch. Ich muss mich mal ganz kurz konzentrieren, ich erzähle gleich weiter. Du guckst einfach, dass du die Höhe überm Kerbin Space Center gewinnst, also die finale Höhe. Damit geht das dann ganz gut. Und du musst ja nicht auf die 0-Grad-Winkel genau da sein. Weil du ja eine gewisse Streuung mit deinen Antennen hast. So, jetzt muss ich sie ganz vorsichtig machen. Wie sieht das aus? Das sieht aber so aus, als ob ich gleich irgendwo andocke. Genau. Nämlich nicht da. So. Habe ich's? Habe ich. Okay, komm. Ohne SAS. Jawohl. Skycrane ist dran. Sogar mit einem relativ okayischen Winkel. Ich glaube, das muss ich nochmal stabilisieren und nochmal ganz kurz abdocken, damit ich hier nicht, also jetzt gerade bin ich ein bisschen schräg unterwegs, im wahrsten Sinne des Wortes. Undock. So. SAS an. Set as Target. So, und jetzt muss ich hier ein bisschen rumgehen. So. Und dann gehen wir wieder andocken. Das war's auch schon. Nein! Zu schnell. Zu schnell aufgeschlagen. Komm schon, komm schon. Nee, ey. Jetzt hat das Ding angefangen zu rotieren, ne? Ah! Warum muss alles immer problematisch sein? Runter. Jawohl. So. Zack, zack. Wartet mal. Hoch. Dankeschön. So, jetzt muss ich ein bisschen darüber. Jawohl. Okay, jetzt wird's interessant. Ich muss jetzt mal ganz kurz meine ganzen Bewegungen hier ausgleichen. So. Jetzt ran. Aber gleichzeitig auch ein bisschen runter noch. Und ein bisschen darüber. Tranquility Base here. The Eagle has landed. So, Tallinn Rock, vielen lieben Dank für
für dein Follow, auch wenn das hier gerade irgendwie ein bisschen hin und her geht mit meinem Gedocke. So. Wie nah bin ich schon dran? Sehr nah. Fuck. So. Oh, jetzt hat er sich komplett gedreht. Ich will dich so sehen, wie du funktionierst. So. So, jetzt mal kurz gucken. Abbremsen, abbremsen, abbremsen. Und darüber. Jawohl. Also ich versuche jetzt quasi gerade hier in einem geraden Winkel hinzukommen, damit ich nicht wieder irgendwo anecke, aber irgendwie kriege ich es gerade nicht geschissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade kriege ich es nicht geschissen, da war ich ein bisschen zu ungeduldig und habe die große Sektion in Rotation versetzt und das war eine richtige Scheißidee. Das war eine richtige Scheißidee, weil das unglaublich schwer zu fliegen ist jetzt. Weil ich so eine ganz kleine Lücke treffen muss. Kannst natürlich auch mal mit hoher Gewalt probieren, aber eine gute Idee ist es normalerweise nicht. So. Ich probiere es jetzt mal mit einfach drüber schweben. Gucken, ob das hinhaut. Vielleicht passt ja mein Timing. Ich darf halt nirgendwo anecken, das ist das große Problem. So, das könnte hinhauen. Mal gucken. Ich komme jetzt drüber geflogen. Nose. Ja, ich hab ihn. Gott sei Dank. So, ich hoffe, ich habe mit der Drehung noch schnell genug das Ding halbwegs gerade bekommen, dass ich nicht nochmal abducken muss. Einmal muss ich, glaube ich, noch, aber wir müssen erst die Drehung komplett rausbekommen. Erst komplett stabilisieren. Dann abdocken. So. Rolljon und Pitch sind ohne Bewegung und Gibrand. Vielen lieben Dank für dein Follow und willkommen bei den Kommonauten. So, fuck. Fuck, fuck, fuck. Undock. Zack. Rüber auf das andere Gerät. Zack. Komm schon. SAS an. Hä? Ich bin jetzt nicht auf dem Gerät, oder? Nee. Jetzt bin ich auf dem Gerät. Zack, SAS. Dann leicht rüber. Zack. Zack. Set as Target. Control from here. Und ganz, ganz vorsichtig wieder andocken. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich muss eigentlich nur mein RCS bündig auf dem Strich da halten, oder? So. Jawohl. Okay. Das reicht mir, glaube ich, zum Landen. Besser, viel besser wird es zumindest nicht mehr. Puh. Das Follower-Ziel habe ich runtergestellt nach den letzten Streams. Da sind wir nie so hingekommen. Deshalb habe ich gedacht, ich bin mal ein bisschen weniger ehrgeizig. Hat sich rausgestellt, hätte ich gar nicht sein müssen. So, und dann kommen wir auch gerade ganz rein zufällig in wenigen Minuten an der Basis vorbei. Da würde ich doch mal sagen, lasst uns eine Landung vorbereiten. So, und ich würde sagen, auch die ganzen Bauteile und so, das heben wir uns mal wieder auf. Zack. Zack. So, da so hin. Jo. Da so sieht gut aus. Gut, das ist unser Manöver. Sehr schön. Ich bin gespannt.
bin tatsächlich sehr gespannt, ob das so alles funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Also als erstes mal kommt der erste Bremsschub. Das wird noch eine relativ einfache Geschichte. Denn wir machen halt einfach Bremsschub. Oh, so viel zum Thema einfache Geschichte. Ist doch unwuchtiger, als ich gedacht hätte. Die ganze Geschichte. Oh, das kontrolliert schon wieder aus der falschen Richtung, ne? Mann, ey. Ich möchte gerne Control from here. Oh ja. Alles nicht so einfach. Okay, wir können sage und schreibe mit einem Drittel, ja nicht so. Oh Gott, ja, ist halt jetzt sehr unwuchtig. Aber es geht schon, kann man schon irgendwie machen. Landen würde ich so nicht wollen, aber ist auch nicht unser Ziel. Ich glaube, die Stelle mit dem, wir landen das auf dem Teil hier, die streiche ich nochmal aus meiner Planung. Wir werden mit dem Teil ein bisschen abbremsen. Ich sage jetzt einfach mal good enough, weil es muss good enough sein. Jawohl, okay, damit haben wir ein bisschen Zeit. Gut, jetzt können wir erstmal ein bisschen Zeit verstreichen lassen, indem wir uns anschleichen an unsere Landezone und schon mal irgendwas da als Ziel setzen. Gut, dann haben wir schon mal einen Entfernungscounter. Zeit ist noch. Suicide Burn Delta V ist gering. Horizontal Speed ist auch nicht besonders hoch, den abzubremsen. So, wie weit schiebt es uns raus? Relativ weit. Okay, was ich jetzt mache, ist gleich einmal mit der Raketenstufe das Ding noch relativ nah ranbremsen. Und dann machen wir den Abstieg mit dem Hauptmodul. Das mit dem Staging habe ich mitbekommen, Freunde. Alles ist gut. Ich habe nicht vor zu stagen. Zumindest nicht in den nächsten paar Minuten. Control from here. Okay, einfach nur sicher gehen, dass das auch tatsächlich passt. Gut, dann werden wir jetzt gleich mal ein bisschen Geschwindigkeit aus der Sache rausnehmen. Wir sind noch, noch können wir. So. Zack. Der kann prinzipiell gestaged werden. Der ist so in Ordnung. Gut, dann haben wir nämlich hier den abkoppeln, die anschmeißen. Alles klar. Ich brauche dann diesen Docking Port für das Control from here. Da ist schon wieder diese Space Station. Ich glaube, die stalken uns, die Typen. Die ganze Zeit gucken die zu, was wir hier treiben. So. Noch ein bisschen ran. Wir kommen relativ gut drüber. Wie gesagt, die Feinkorrekturen machen wir dann gleich mit dem anderen Teil. Jetzt nehmen wir mal Speed raus. Weil wir sind doch relativ schnell. Aber wir haben, wie gesagt, viel Zeit, um zu bremsen. Ich guck mal, wie weit ich mich traue, das zu machen. Ja, ist halt schwierig, aber wir können jetzt diesen Treibstoff hier einfach mal willenlos dafür missbrauchen. Einfach, weil es geht. Und
ich glaube, wir können vor allen Dingen Horizontal Velocity killen. Ah, okay, ja, deshalb mache ich das nicht. Ich verstehe. Verstehe, verstehe. Weil er da tanzt wie ein Kaputter. Ja, habe ich verstanden. Danke. Ah, wir sind aber noch nicht komplett drüber geflogen. Ist noch alles gut. Aber wir können gerne stärker Horizontal killen als Vertical. So, wir kommen der Sache näher. Sehr schön. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Gar nicht so schlecht aus. So. Dann sind wir nämlich relativ exakt drüber. So, jetzt machen wir hier mal... Ich glaube, hier ist jetzt Safety-Schaltung. Hier schmeißen wir jetzt das Ding weg. Die Couple Note. So. Alter, Alter, hör auf zu drehen, hör auf zu drehen, hör auf zu drehen. Meine Fresse. So, Dankeschön für nichts. Motoren aus. Activate. 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 So, ich hätte euch gerne Retro. Und ich hätte gerne Control from hier, damit du richtig in Richtung Retro zeigst. Ha! So. Und jetzt hätte ich gerne noch, dass du einfach nur die Horizontal Velocity killst, weil wir ziemlich drüber sind. Das sieht richtig gut aus. Der ist sehr stabil. So, Delta V 427. Auch das sieht gut aus. So, ich kill jetzt die Horizontal runter auf nahezu null. Oh, jetzt bin ich schon ein bisschen drüber, aber alles ist gut. Gut. Retro. Wir machen unsere Line an Landebeine startklar. Zack, zumindest die Außenbereiche. Deploy. Düt, düt, düt. Wir kommen rein, Houston. Oder wer auch immer dafür zuständig ist. Das Landemodul wird angelandet. So. Mal ein bisschen Schub raus jetzt. Wir haben nur eine 4-2er Trust Weight. Ich will es nicht übertreiben komplett. So. Und ich übernehme hier mal die Kontrolle. Nicht irgend so ein verrückter Computer. Denn wir wollen nicht zu schnell auf die ganze Sache zugehen. So, wir wollen aber hier noch ein bisschen gerne in die Richtung fliegen. Wenn wir schon mal unterwegs sind. So, das ist okay. Jetzt wird noch gebremst. Duty. Da ist wo mein Tank gelandet. Düt, düt, düt. Bisschen darüber. Jawohl. So. Ich glaube, jetzt sind wir ganz gut unterwegs. Und die Feinheiten machen wir dann noch. Jetzt nur nicht zu schnell werden. Dann habe ich die letzten paar Meter noch.
So, jetzt machen wir den Endanflug. Schauen wir mal. Wir senken uns langsam jetzt ab. Also ich halte ein bisschen dagegen, dass wir nicht ganz so viel Geschwindigkeit aufbauen. Im vertikalen Bereich. Und die horizontale Geschwindigkeit nutzen wir einfach mit, solange sie noch geht. So, wir wollen ein bisschen noch darüber. Ich glaube, das kriegen wir hin. Delta V. Ein paar Meter noch. Geschwindigkeit passt mit einem Meter pro Sekunde, glaube ich, ganz gut. Ah, ich gehe noch ein bisschen schneller, aber nicht mehr allzu viel. So, und jetzt müssen wir uns nur noch platzieren und dann eine Landung ansetzen. Glaube ich. Kommt ganz gut rein. Zu sehr durchsacken. Jawohl. Aber ein bisschen landen wollen wir schon. Ein bisschen noch weiter schweben. 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 Ah, sehr schön. Das wird Zucker, wird das. Zucker. Jetzt müssen wir nur noch gleich eine Drehung machen. Pock. Na, 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 nicht seitlich kippen, mein Freund. So, kriege ich die noch gedreht mit dem RCL, mit dem Dings? Ja. Das sieht gut aus. Ich will nämlich, dass das da nachher mit dem da verbunden wird. Das heißt, wir drehen es jetzt. Wir drehen es jetzt. Guck mal, wie ich meine Position angeflogen habe und dieses Ding exakt an der Stelle gelandet habe, wo der Rover vorher stand. Jawohl, Freunde. Jawohl. So sieht das aus. Jetzt drehen wir es, wie gesagt, noch, dass die Kirby Trails... Crash. Schöner Vergleich, Morsan, aber alles gut gegangen. Alles gut gegangen. Wir machen ja nichts unnötig kaputt. Wir machen nur die Sachen kaputt, die nötig sind. So, den können wir jetzt tatsächlich landen gehen. Jetzt disengaged worden. Hä? So, den landen wir jetzt hier neben der Basis sauber ab. Ist jetzt alles ein bisschen inverted leider, aber... So, wow, 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 wow. Kurz Schwung. So. Genau, ist jetzt leider alles falsch rum, weil wegen
Bodennebel und so. Kurz ein bisschen seitliche Bewegung geben. Jetzt fliegt er mit einem halben Meter pro Sekunde. Jetzt lassen wir ihn einfach da vorne zu Boden gleiten. Ganz vorsichtig. Ganz, ganz vorsichtig, komm. Jetzt kommt eine Landung. Jetzt sind wir weit genug weg, dass man ihn dann zerlegen kann. Auf den RCS-Triebwerken. Oh. 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 Nicht kollidieren, bitte. Das hast du dir vielleicht so gedacht, aber bitte nicht. Okay, neuer Anlauf. Jetzt aber. Diesmal landen wir es wirklich ordentlich. Vielleicht. Mit RCS-Fuel. Bock, 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 Bock und aus. Sehr schön. Gut, ich würde mal sagen, wir bauen das mit einem Ingenieur noch an und dann ist für heute Schluss. Deshalb switchen wir jetzt mal hier drüber. So. Und unser Ingenieur, der liebe Luca, seines Zeichens Bio-Ingenieur, nee, der ist jetzt Scout, glaube ich. Okay, das muss ich nochmal sauber einstellen, wie gesagt. Hat natürlich mal wieder nicht seinen Schraubenzieher mitgenommen. Ich bin nicht einverstanden. Okay, der muss jetzt, glaube ich, seinen Schraubenzieher erstmal holen gehen. Ja, komm, lass los. Schwupp. Da, 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 da. So. Dein Zeug ist nämlich da drüben drin. Hoffe ich. Jawohl. Und abgestürzt. Sehr gut. So, jetzt machen wir mal die Alarmglocke zu. Und gucken mal, was wir hier so finden. Denn in der praktischen Handhabung müsste hier drin ein Inventar sein. Warum ist da kein Inventar? Warum komme ich da nicht ran? Mögt ihr es mir erklären? Ich verstehe es gerade nicht. Wieso komme ich denn jetzt nicht an? Ich muss vielleicht einsteigen oder so? Das ist ja eigenartig. Wieso zeigt er mir das Inventory nicht an? So, bemannt ist es schon mal. Das ist echt nicht nett. Es ist überhaupt kein Inventory drin. Er hat eins angezeigt. Aber da ist überhaupt nichts. Okay, das heißt, wir haben keine Flexi-Tubes für die Verbindung. Leider. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber was wir haben, also wir können hier mal... Hä? Extend Antenna geht auch nicht? Muss ich das alles von außen machen? Aber es ist komisch, irgendwie... Irgendwie habe ich das ungute Gefühl. So. Extend Antenna. Toggle Ground Taffer.
So, getäffert sind wir. Jetzt schauen wir mal. Wenn ich direkt vor dieser Tür stehe, sollte mir... Nee, nee, das war Inventory. Das waren 5000 Einheiten Inventory in diesen Dingern da drin. Hier sind 1000. Hätte ich es mal in die Mitte reingepackt. Also in der Mitte gibt es tatsächlich was. Hier nicht so. Also die Dinger hier sind fake. Tatsächlich so. Theoretisch müsste ich die aber jetzt deployen können. Weil ich habe genug Material Kits. Zack. So, das ist doch schon mal viel wert. Düt, düt. Düt, 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 düt. Düt, 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 düt. Und jetzt gucken wir mal, dass wir das hier miteinander verbinden. Dann habe ich nämlich auch ein bisschen Kontrolle, weil da ist ein Probe Core drauf. So. Das Ding hier. Nee, da müssen wir erstmal unser Tool in die Hand nehmen. Equip. Close. Zack. Dann wird das hier nämlich genommen und einmal hier wieder angebaut. Das hier wird genommen und mitgenommen. Und da drüben angebaut. Und dann stellen wir nämlich eine erste Verbindung her. So, wie gesagt, die Flexi-Tubes, Flexo-Tubes, das kriegen wir noch nicht hin. Ich brauche nämlich einen Flexo-Tube auf der anderen Seite auch noch. Und ich hatte gedacht, ich habe 4 Stück dabei. Ich habe jetzt gerade festgestellt, ich habe keine mit dabei, weil was Neues gelernt. Auch wenn das angezeigt wird, dass die UKS Multi-Hubs ein Inventory haben, ist dem nicht so. Das ist eine Lektion. Die haben wir jetzt gelernt. Warte mal. B. Nee, N auch nicht. Dann müssen wir es da anbauen, glaube ich. Oder kriegen wir es vielleicht hier so weit rausgedöngelt. Dann machen wir hier kurz zack, stopp. Und nochmal. So, bauen wir das hier an. Können wir hier unsere... Das passt ja thematisch auch. Können wir unsere Sachen befüllen. So, dann müssen wir das einmal linken zueinander. Doch, doch, mit dem Port geht das auch. Aber leider habe ich dann keine Flexi-Tubes. Also das war sowieso so geplant, genauso wie es jetzt ist. Aber ich hätte gerne das Gebäude mit dem Gebäude verbunden. Als Wohnstätte. Was ist denn los mit ihm heute? Heute ist Schwerkraft irgendwie komisch zu ihm. Wop. Wop, auf die Füße. Nicht mehr ragdollen. Dankeschön. So. So, komm. Jawohl. Dankeschön. So, jetzt müsste er nämlich... Noch, warte mal. Er müsste das Ding noch anschalten können, hoffentlich. Nee. Okay. Dann kann er wegen mir mit dem anderen zusammen da drin wohnen. Und der der Wissenschaftler wird jetzt nämlich gleich umziehen. Der müsste nämlich, also ich lasse den Ingenieur jetzt hier rein, weil der Ingenieur... So, jetzt machen wir erstmal einmal, bevor ich da einsteige, nicht, dass es nachher weg ist, mein Werkzeug in die Werkzeugkiste hier. So. Der Ingenieur müsste nämlich einen positiven Effekt auf diese Bohrer dort haben, dass die ein bisschen mehr produzieren. Ja, jetzt wird der per Blut-Transfer rübergesetzt in das Haupthäuschen. Na komm. So, da sitzt er ganz gut und dann können wir hier nämlich auch mal... Wie viel Habitation hat man hier so? 200 irgendwas. Ich dachte, man könnte hier noch Start Habitation machen. Was ist denn da für ein Konverter drin?
Seht ihr, was da passiert? Irgendwie kriegt, wenn ich das mache. Wartet mal. Die Minmus Base Alpha kriegt. Guck mal, 228. 238. Die Minmus Base Alpha kriegt Habitation dadurch dazu. Das ist ein bisschen eigenartig, aber wir fragen jetzt einfach mal nicht. Das ist jetzt halt so. Wir freuen uns ja alle, dass es so ist. So, gut, jetzt müssen wir einmal noch rüber in die Hütte hier und schnappen uns noch den Wissenschaftler, den wir bestimmt mitgenommen haben. Jawohl, Gott sei Dank. Das wäre sonst ein bisschen peinlich geworden jetzt. So. Und jetzt gehen wir mit dem da auch noch rein. Und schmeißen die Lebensmittelproduktion an. Die wird natürlich erstmal nicht so gigantisch laufen, weil nur zwei Kürbels Mulch produzieren. Aber es ist ein Anfang. Die zwei müssten sich dann nämlich schon mal versorgen können. Gut, jetzt sitzen die da schön drin. So, jetzt schmeißen wir hier nämlich mal den Generator an. Was hier passiert? Crew Transfer, nehmen muss. Constructing the first auto, das haben wir aber schon vor längerer Zeit. Gut, egal, ist Geld. So, was haben wir hier mittlerweile eingesackt? Wir haben mittlerweile 1,12 Einheiten Gypsum, immerhin. Und wir haben ein bisschen Ohr. Jetzt können wir hier nämlich sagen, Start Fertilizer. Uhu. Das funktioniert hoffentlich. Und ich mache mal zumindest eine an. Start Agroponics. Missing Machinery. Das ist ein Argument. Ich hatte doch Machinery mitgenommen, oder nicht? Achso, die muss ich jetzt wahrscheinlich hier rüber transferieren. Zack. Machinery einmal befüllen. Mit dem Logistiksystem habe ich mich noch nicht intensiver beschäftigt. Also nein. Nein, nein. Habe ich noch nicht. So, einmal vorbereiten, dass das Agricultural-Module laufen kann. Sehr schön. Und dann sagen wir einfach mal nochmal Start Agroponics. Jawohl, es geht los. Unsere ersten Lebensmittel werden produziert. So, ich würde sagen, das ist doch ein schöner Punkt, an dem wir die Minmus Base stehen lassen können. Ich glaube, optisch ist das ein schöner Anfang, unser zentraler Basisturm. Und dann würde ich hier nämlich solche Wohneinheiten nach und nach wie so eine Wagenburg, trifft es glaube ich ganz gut, drum platzieren und eben miteinander verbinden. Wir können dann auch Querverbindungen noch schaffen. Also ich glaube, da geht ein bisschen was. Das machen wir aber beim nächsten Mal. Wir sind jetzt schon fast eine Stunde drüber, aber ich habe ja gesagt, ich mache das noch fertig. Dementsprechend habe ich es noch fertig gemacht. Unsere erste Nukularstromquelle ist auch da und mit dem nächsten Flieger bringen wir uns dann noch Kirby-Tubes mit. In diesem Sinne sage ich jetzt erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, einen angenehmen Samstagnachmittag und ich wünsche euch noch ein schönes, hoffentlich erholsames Wochenende, bevor es wieder auf die Arbeit oder in die Schule geht. Und denkt bitte daran, heute Abend streamt der Gaming Cookie Real Solar System. Also wer noch nicht genug Kerbel abbekommen hat, der kann in knapp einer Stunde oder einer guten Stunde um 20 Uhr bei Cookie vorbeischauen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.